Herzlich willkommen auf Cleopatra Orakel. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid bei den Selbstständigen Orakel, der mir wirklich besonders am Herzen liegt. Denn wenige der Kollegen und Kolleginnen sich auch auf diese Themen, mit diesen Themen beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, dass in diesem transformatorischen Bereich ist das ein sehr wichtiger Punkt. Prozess, weil wir uns immer mehr in Richtung Berufung entwickeln. Und da sind wir noch sehr verunsichert. Und ich denke, für jeder, der sich mit Berufung beschäftigt, ist auch spirituell angehaucht und möglicherweise findet er hier ein bisschen Zuflucht. Genau, für alle Neue herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wenn es euch gefällt, was ich hier mache, würde ich mich natürlich sehr freuen über ein Abo, ein Like und oder ein Kommentar. Für die, die nicht wissen, was sie hier erwartet, hier ein kurzer Spoiler. Ich hole mir als allererstes natürlich eine Energie, ein Energiebild ein, damit ich weiß, um welche Botschaft es eigentlich für diese Woche geht. Anschließend werde ich intuitiv die Karten deuten. Mit diesen Karten schauen wir uns mal an, welche Themen noch bei uns blockiert sind, welche führende Energien diese Woche sich auf uns ausüben. Mit diesen Karten, wenn wir uns den Ausblick auf diese Woche anschauen. Mit diesen Karten werden wir uns dann anschließend mit diesen Karten werden wir uns die Energien für die Woche, für die Projekte anschauen und mit diesen Karten, welche Energien im Bereich Geld sich hier auf uns auswirken werden. Genau. Gut, dann würde ich mal sagen, wir starten. Ich hole mir jetzt gleich das Energiebild ein und ich bin schon sehr gespannt, was wir hier zu hören und zu sehen bekommen. Ups, schwierige Woche, eine weitere schwierige Woche. Ich glaube auch, dass der komplette November recht schwierig sein wird. Folgendes, für die, die mich noch nicht kennen oder noch nicht die Info aufgeschnappt haben von meiner Seite, ich lasse mich hier in dem selbstständigen Bereich von einem mexikanischen Sonnengott Kimich aufführen. Und normalerweise kommt er als Goldritter auf dem goldgeschmückten Pferd und dieses Mal ist er aber auf einem Elefanten gekommen. Und die Info war sofort als allererste, was ich gehört habe, diese Woche musst du schwere Kaliber rausholen, um zurechtzukommen. Das, was ich gesehen habe, ich habe abgefeuerte ja, Bomben gesehen aus dem, ja, aus dem Elefanten halt quasi geflogen sind, Richtung sehr verkrüstete Berge. Und sobald sie quasi aufgegangen sind, also kaputt gegangen sind, war da drin absolute Fülle, also extrem viel Gold. Es hat alles geleuchtet, es war alles einfach wunderschön. Ich denke, dass wir diese Woche viel zu kämpfen haben, aber ich glaube, der Kampf lohnt sich. Und ich muss gerade noch mal überlegen, weil im Nachhinein, als ich die Augen aufgemacht habe, kam noch eine Botschaft. Genau, der Elefant, der symbolisiert in diesem Fall deine Urkräfte. Du sollst auf deine Urkräfte sich stürzen, die du über die Ahnenlinie dir zur Verfügung gestellt werden. Ahnenlinie, deine eigenen Inkarnationen. Also alles, was aus dem Vorleben und deine Familienahnen, deine Seelenfamilie, sie alle unterstützen dich auf diesem Weg, okay? Okay. Dann würde ich mal sagen, starten wir. Okay, was ist noch blockiert, was möglicherweise auch der Berg ist, in dem sich alles versteckt, ja? Diese Fülle, diese. Ja, wie in diesen Karten halt ist Cornucopia, ja. Okay. Ich weiß noch nicht so ganz, warum sie eigentlich auf den Kopf gefallen sind. Das ist jetzt gerade ein technisches Thema, über dem ich überlege, nicht über die Botschaften. Okay.
Fühlt sich ein bisschen wie Liebesorakel gerade an. Ich weiß nicht warum, aber das werden wir gleich da reinkommen. Genau, also so ein bisschen wie, ja, wie Liebesorakel, aber es geht hier tatsächlich um dieses Tor zu deiner Berufung. Ja, und das ist letztendlich der Berg, der hier aufgemacht, zerstört werden muss, damit du diesen Zugang zu deiner Berufung wiederfindest. Das, was hier blockiert ist, ist deswegen blockiert, weil du aktuell die Führung nicht hast. Wir haben hier die siebte Chakra, den Erzengel Uriel, ja, die letztendlich diese geistige Führung bei dir blockiert ist. Und was auch noch blockiert ist, und zwar sehr stark, ist, dass du eben nicht in deinem Gleichgewicht bist. Und damit spüren wir ja auch, sobald wir nicht im Gleichgewicht sind, sind wir eigentlich nicht auf dem richtigen Weg. So. Das heißt, der Seelenweg meldet sich, uns geht es nicht gut und hier geht es darum, dass du die, es ist nur wie Liebesbereiche, dass du die Liebe zu deiner Berufung findest, zu deiner Erfüllung, zu dem, was du machst. Jetzt werden sich alle fragen, aber ich habe ja schon meine Berufung, dachte ich, warum soll ich das nochmal finden? Vielleicht ist der Bereich, den du machst, entweder betrachtest du nicht aus dem richtigen Blickwinkel. Und jetzt muss ich gerade an mich selbst denken, weil ich heute tatsächlich eine Erleuchtung hatte, das muss ich wirklich dazu sagen. Ich habe etwas als Erleuchtung gesehen und möglicherweise geht es dir genauso. Das heißt, entweder gehen wir an das Thema falsch ran, wir sehen es falsch, oder aber innerhalb des großen Bereiches gibt es noch unentdeckte Insel, wo du dich noch deutlich mehr spezialisieren könntest, ja? Und da mehr in deine Berufung finden könntest, ja? Habe ich ein Beispiel? Weiß ich nicht, es ist sehr allgemein gehalten, ja, aber zum Beispiel viele Selbstständige, wenn es darum geht, sich zu überlegen, wer ist eigentlich mein Abnehmer, wer ist mein Kunde, wer ist mein Persona, ja? Und mit dem Thema Persona habe ich mich tatsächlich in den letzten 2, 3 Wochen sehr extrem auseinandergesetzt, in meinem anderen Geschäft. Dass wir da zu breit gehen, ja? Also quasi, keine Ahnung, ja? Du verkaufst, was weiß ich, Schuhe, ja, jeder braucht Schuhe, ja. Aber vielleicht solltest du nur Bergsteigerschuhe verkaufen, dann kommst du immer mehr in die Nische, ja, oder nur Männerschuhe, du spezialisierst dich nur auf Männerschuhe und Männerschuhe für Männer, die im Business unterwegs sind, die wollen bequeme, nicht keine Schwitzschuhe und, ja, also, dass du da einfach in die Tiefe gehst und schaust und keine Angst hast vor der Einschränkung deiner Zugangsgruppe. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel, ja. Aber wenn du so ein bisschen innerhalb des Bereiches, wo du tätig bist, noch mehr in die Nische rein schaust, dann könnte es sein, dass da die wirkliche Berufung ist, ja, dass du quasi bis dato nur an der Oberfläche gekratzt hast, okay? Dass du denkst, du bist angekommen, bist du aber vielleicht noch gar nicht, ja? Und hinterfrage jetzt nicht alles. Wenn du morgen früh schon um 6 Uhr früh aus dem Bett springst, total glücklich, weil du das tun kannst, was du liebst, und abends total glücklich ins Bett gehst, weil du einfach nur erfüllt über den Tag verbracht hast, dich mit dem auseinandergesetzt hast, was du machst, dann bist du auf dem richtigen Weg, ja? Aber wenn es hapert und du denkst, aber das ist es, was, das ist meine Berufung und das macht mich trotzdem nicht glücklich, aber es läuft irgendwie nicht, dann ist das vielleicht eine Nische oder ein Thema, wo du noch ein bisschen an der Oberfläche erstmal gekratzt hast, okay? Okay. Das Tor.
Das Tor zu einer ganz neuen Welt, zu deiner Welt, zu der Welt, mit der Aufgabe du auf die Welt gekommen bist. Das ist es, ja. Die absolute Erfüllung, wo du eben, und das ist es, ja, man denkt, man ist schon da, aber es fühlt sich nicht so an, ja. Also du denkst in deiner Seele, das ist meine Erfüllung, aber es gibt so viele Schwierigkeiten im Außen, wo ständig irgendwie nicht läuft und du stellst dir die Frage, was soll ich denn tun, ja? Und hier bist du zu verkopft, ja? Das ist es ja. Wir müssen sehr im Herzen sein. König der Kelche haben wir hier, haben wir König der Schwerter. Eine ganz neue Welt wird sich dir eröffnen, sobald du nur, absolut nur aus deinem Herzen agierst. Diese Balance, ah ja, sehr interessant. Diese Balance, oh, ist das eine schöne Botschaft. Hier geht es darum, dass wir tragen alle in uns diesen männlichen und weiblichen Anteil, ja? Und hier geht es darum, dass das noch nicht in Balance ist. Und zwar mit der Kraftkarte sehen wir hier die Herrscherin, die einen Löwen zähmt. Und dieser Löwe, wenn wir selbstständig uns machen, dann heißt das immer, du musst tätig sein, du musst Unternehmer sein, du musst, abgesehen davon, dass es in der Wortfindung immer schon sehr männlich klingt, ja, dann heißt das immer, du musst in der männlichen Kraft sein, damit du etwas erreichen kannst, ja. In der männlichen Energie, in der Yang-Energie, Unternehmen, tun, machen, verkaufen, ding, 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 ne? Annehmen, akzeptieren, ja, hingebungsvoll zu sein, ja, vielleicht schon, ja, also mit Liebe etwas auszuführen, aber letztendlich die Yin-Energie ist irgendwie in der Selbstständigkeit nur wenig vertreten. Und hier geht es darum, aber dass eben diese männlichen Triebe gezähmt werden, dass du als Herrscherin darauf vertraust, auf deine Führung vertraust, die du noch nicht so wirklich hast. Diese männlichen Anteil in dir zu reduzieren und dem weiblichen, der die Fülle darstellt, die Herrscherin ist das Symbol der absoluten Fülle, zur Geltung kommen lässt. Okay? Genau, das ist nämlich das Problem, ja, wenn wir keine Führung in uns hören, spüren, wenn wir mit der Führung jetzt nicht in Kontakt wirklich stehen, wenn dieser Fluss blockiert ist, ja, dann haben wir hauptsächlich das Problem, merkt ihr wieder, wie die Kamera sich wieder dreht, das ist doch unglaublich, oder? Haben wir das Problem, dass wir blockiert sind, dass wir blind sind, ja, wir laufen blind durch die Welt und du versuchst im Außen nach Zeichen zu suchen, statt in dein Inneres reinzugehen. Ich habe hier zweimal König der Kelche. Ja? Habe zweimal den König der Kelche liegen. Und wenn du diese Führung zulässt und akzeptierst auch für dein Dasein, dass du dich führen lässt, aha, ich kriege jetzt auch wieder die Botschaft, und das ist genau die Zähmung des männlichen Teils, weil die Yang-Energie will selber gestalten, ja. Sie ist sehr, sehr auf Selbstständigkeit ausgerichtet. Die möchte die Führung nicht. Der männliche Anteil vertraut hauptsächlich auf sich selbst und lehnt die Führung von außen eigentlich mehr oder weniger auch ab. Ablehnen, genau. Lehnt ab. Und der weibliche Teil aber nimmt das gerne in Anspruch, ja. Nimmt gerne die Hilfe in Anspruch und hier geht es darum, dass wir eben dieses zulassen, die geistige Führung an uns kommen lassen und zulassen, dass wir nach unserem Herzen handeln, ja? Okay, welche Energien unterstützen uns jetzt diese Woche, hätte ich gern gewusst.
Haben wir auch zwei Karten? Sehr schön. Diese Karte, die wir hier haben, mit Yin und Yang, ja, die zeigt auch ähnlich wie hier, dass wir die zwei Tore aufmachen. Zwei Tore aufmachen, beidseitig, nicht nur eine Seite, die zu Ungleichgewicht führt, ja. Und wenn das Tor aufgeht und es ist vereinfacht, es ist verkomplett, es ist komplettiert und gleichzeitig total vereinfacht. Und dann hast du hier diese geistige Führung, mit der du, also das ist quasi die Anbindung auch an die Erde. Und gleichzeitig siehst du aber hier diese geistige Führung, die aus dem Haus hier ausstrahlt, wie du siehst. Und dann kommt dieses Strahlen von innen nach außen, nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Dann strahlst du deine Botschaft, dann bekommst du Visibilität im Außen. Dann sieht man dich, dann weiß man, was du tust, dann weiß man, aus welcher Motivation du das tust. Was ist genau das Thema bei dir? Was ist dein Produkt? Was ist deine Dienstleistung? Warum machst du das? Okay? Wie meine liebe Kollegin sagt, das Warum hinter dem Warum hinter dem Warum. Warum mache ich das? Okay. Geben und nehmen. Ich merke hier ganz viel Dualität, meine Lieben. Ganz viel Dualität von Balance angefangen. Tore, immer alles beidseitig. Jetzt habe ich hier wieder geben und nehmen. Und darum geht es. Du wirst, wenn du das annimmst, was diese Woche geschieht, dann wirst du wirklich eine Visibilität bekommen. Dann wirst du gesehen. Dann werden auch eventuell Sponsoren, höre ich, auf dich zukommen. Es werden Menschen mit Dankbarkeit an dich treten und dich gerne dafür bezahlen, dass du dich präsentieren kannst, dass du dein Produkt verkaufen kannst, dass man Visibilität, ich höre die ganze Visibilität, ja. Also im Außen gesehen zu werden. Das ist das spirituelle Marketing letztendlich, ja. Dass dich Kunden sehen, wenn du erkannt hast, was tatsächlich deine Berufung ist. So, drehen wir es noch mal ein bisschen. Seht ihr? Falls du dich immer gefragt hast, warum sieht man mich nicht draußen? Warum ich habe so viel zu geben, aber und du hast immer mehr gemacht und immer mehr und noch mehr Geld in Marketing gesteckt und alle haben dir versprochen, das funktioniert und am Ende hat nichts funktioniert, ja? Hast gesucht, wie du deine Fühle dir erarbeiten kannst. Am Ende wirst du es finden, eine ganz simple Geschichte, indem du deine männliche Seite zähmst und deine innere Fühle nach außen bringst. Okay? Das ist jetzt in Wörtern so einfach gesagt, gell? Ich bin gespannt, wie man das umsetzen soll. Okay. Aha, da haben wir schon eine Karte. Ja, absolute Einfachheit. Wieder die Dualität, ne? Wieder die Dualität. Beides hat, alles hat seinen Platz in dem Leben und man sollte es nicht unnötig etwas entfernen, was gezielt diese Welt zur Verfügung gestellt worden ist, auch dir. Ja? Zwei Tore aufmachen, männlich und weiblich. Und dann wirst du in deine Kommunikation ausgeglichen. Schau mal, wie, da ist keine Verwirrung. Alles, was du sagst, kommt genau da an, wo es ankommen sollte, und zwar an eine reichhaltige Erde,
die zu reichhaltiger Ernte führen wird. Rad des Schicksals. Also, wir müssen schwere Kanonen rausholen. Es wird etwas passieren, was dazu führen wird, dass etwas sehr lange Verstecktes in dir nach außen gelangen kann. Okay? Etwas aber, vor was du bis dato, ich weiß nicht, sich geschämt hast, weggelaufen bist, nicht tun wolltest, auch wenn es dir fast bewusst war, dass du das tun solltest. I don't know. Das wird wahrscheinlich für jedem was anderes sein. Aber ich habe einen ganz tollen Spruchtafel in meiner Küche hängen und unter anderem steht auf der Tafel ist ein Satz und da steht, da wo die Angst ist, da geht's lang. Und ich glaube, das ist genau das Thema. Weil genau da versperren wir uns vor etwas, was, wenn wir uns dem stellen, zu einem Umbruch kommen könnte im Sinne von Rad des Schicksals, wo sich dann um 180 Grad alles zu deinen Gunsten drehen wird. Okay? So, jetzt brauche ich Platz, sonst kommen wir hier nicht voran. Okay, also, das Hauptthema ist, so wie ich es hier sehe, ich glaube, dass möglicherweise hängt das tatsächlich damit zusammen. Und, okay. Und vielleicht deswegen die Ahnenlinien. Das Thema der Unterdrückung der Frauen, der Frauenthemen, liegt in unserer Ahnenlinie. Und diese Geschichte ist so stark in unserer DNA, dass wir Angst haben, sich dem Thema zu stellen, weil wir denken, dass es falsch ist, dass es nicht zum Ziel führen wird. Ja? Entschuldigung, ich musste kurz unterbrechen. Es geht um das Thema, wann Frauen erfolgreich sind. Welche Geschichte der erfolgreichen Frauen gibt es wirklich in unserer Realität, die wir so wahrnehmen? Ja? Kann sein, dass in deiner Realität konzentrierst du dich nur auf erfolgreiche Frauen. Das finde ich wunderbar. Ja? Aber es ist, wie es ist. Die Geschichte zeigt, dass es nicht allzu viele sind. Und in der aktuellen Realität ist es, würde ich mal sagen, zu 98% so, dass die Frauen, die wirklich im Geschäft in Selbstständigkeit erfolgreich sind, sind die, die männlich handeln. Ja? Und jetzt soll das durchgebrochen werden, ja? Weil unser wahres Potenzial nicht zur Geltung kommt. Ja? Okay. Okay, dann schauen wir uns mal an, welche Geschichte wird sich uns offenbaren. Bin schon sehr gespannt. Hoffe, dass wir zumindest am Ende eine Sonne zu sehen bekommen. Auf jeden Fall etwas, was positiv auch zu Ende geht. Okay, das Ego haben wir schon. Das ist genau der männliche Anteil. Das ist genau der Löwe, den wir hier hatten. Mit den männlichen Trieben, mit den... Ja, das ist einfach das Ego. Ja. Ein zu starker Fokus auf materielle Dinge. Okay, das ist die zweite Karte, die sich an Erwachen. Ja. Erwachen, das ist einfach die falsche Richtung. Das kann tatsächlich natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir jetzt die Area des Steinbocks verlassen und in den Wassermann im Dezember übergehen. Und dass wir da natürlich dieses Konstrukt wird aufgebrochen. Ja? Okay, eine zweite Karte haben wir auch schon, Hohe Priesterin. Also ich will ja nichts sagen, aber es ist die dritte große Arcana-Karte. Von fünf Karten, ja.
Hohe Priesterin. Das ist genau die Karte, die wir hier hatten, ja. Das auf die Seele zu hören, auf die Intuition. Okay, eine weitere Karte bitte. Ass der Luft, Erkenntnisse, aber auch Ideen, Inspirationen. Vier der Erde. Sieben der Luft. Sieben Schwerter. Okay, also, es geht darum, dass die Erkenntnis dafür, dass wir aus falschen Gründen das falsch tun, dass wir aus eine ganz neue Perspektive bekommen, dass wir erwachen, dass wir eine Erleuchtung bekommen. Ich hatte sie tatsächlich heute beim Fensterputzen. Kennt ihr die Momente, wo wenn man überhaupt nicht nachdenkt, so ganz chillig einfach mal Sachen macht, die man einfach machen muss? Und heute hatte ich wirklich eine gute Phase, einfach mal so sich den ganz irdischen Sachen zu widmen. Und dann kam tatsächlich die Erleuchtung, während ich von Yvonne Böhm tatsächlich die Energie-Update für kommende Woche angehört habe. Also total empfehlenswert von Metatron, die Botschaft von Yvonne Böhm auf ihrem Kanal auf YouTube. Genau, vielleicht fällt ja euch da auch was ein, ja? Also es geht ja letztendlich darum, dass wir wirklich jetzt unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Also es wird einfach einen Umbruch geben. So what? Damit müssen wir jetzt leben. Es wird das Rad des Schicksals sich drehen. Aber verliere dadurch nicht dein Ziel aus den Augen, damit deine Vision ein neues Profil bekommt, ja? Und dieses neue Profil kommt aus deinem Inneren. Das ist der Zugang hier, ja, durch dieses Tor. Darum geht es, dass wir in eine ganz neue Welt übergehen, wenn wir uns mit unserem Inneren verbinden. Diese Erkenntnis wirst du bekommen. Und schau mal. So, sieht man das? Haben wir den Fokus? Haben wir nicht wirklich, gell? Haben wir denn jetzt? Fokus, wo bist du jetzt? Siehst du, da ist etwas, worauf wir hingewiesen werden, dass es da einen Schatz gibt, den wir noch bis dato nicht erkannt haben, weil wir zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt waren, die einmal falsch waren. Das ist der Schatz des weiblichen Anteil in uns, der bei Selbstständigkeit häufig in uns verloren geht. Und jetzt werden wir tatsächlich darauf hingewiesen, da hinzuschauen und den wieder neu zu entdecken und in uns integrieren. Vier der Erde ist eine Karte, sind vier der Münzen, das ist die Zurückhaltung, ja, dass wir uns zu sehr zurücknehmen, unsere Weiblichkeit zu sehr zurücknehmen. Natürlich, es kommt darauf an, was du jetzt tust. Ja? Wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Beraterin im IT-Bereich bist, dann bist du anders unterwegs, als wenn du jetzt eine Homöopathin bist, ja? Heilpraktikerin oder sonst irgendwas. Also, ne, das sind natürlich schon unterschiedliche Themen. Wenn du Schneiderin bist, dann bist du auch recht weiblich unterwegs. Also, ja, das kommt immer natürlich auf das Geschäft, was wir betreiben, aber nichtsdestotrotz. Schaue, ob du da nicht noch mehr deine Weiblichkeit reinstecken kannst. Es wäre wahrscheinlich sehr sinnvoll. Es geschieht nun mal mehr auf den ersten, also mehr als wir auf den ersten Blick erkennen. Aber mit diesen drei großen Arkana-Karten werden wir durchgerüttelt diese Woche. Eindeutig. Okay? Also bereitet euch schon darauf vor.
Mit welchen Karten tue ich das jetzt? Mit diesen weiterhin. Okay. Sieben der Luft. Ich habe gerade, mir ist jetzt gerade klar geworden, war ich vorhin, Entschuldigung, vollkommen geblendet. Aber diese Karte, die wir hier am unten haben, das ist genau die. Genau die gleiche Botschaft. Solche Synchronizitäten finde ich immer grandios, ja. Zwei völlig unterschiedliche Decks. Und viele Karten, die sich letztendlich auch wiederholt haben, ja. Entschuldigung. Das Ego muss gehen. Das Ego, von dem wir uns einfach mal trennen werden und dem König der Kelche sich widmen werden. Der König der Kelche, habe ich ja gerade gesagt, ne? Das ist so crazy. Genau, damit das Haus auf vier Beinen steht, nicht nur auf zwei, ja? Wir sind dual, ja? Wir haben nun mal den männlichen und weiblichen Anteil in uns. Das können wir nicht verändern. Aber wenn wir es eins von beiden ablehnen, dann sind wir nur schief aufgestellt, ja? Dieses Erwachen ist unsere Chance, ist eine riesige Chance, zu uns selbst zu finden, in unsere, wunderbar dargestellt, mit Königin der Münzen. Königin der Münzen ist in ihrem Herz wie auch in ihrer Wertigkeit sehr ausgeglichen. Ja? Sie kümmert sich um Beständigkeit eines Zuhause, also sie ist meistens unabhängig in ihrem Dasein finanziell gesehen. Sie bringt ins Zuhause Geborgenheit und Wärme und alles, was man sich vorstellen kann. Also Königin der Kelche ist zwar extrem offen in ihrem Herzen, aber jetzt finanziell wäre das wahrscheinlich jetzt nicht so gut aufgestellt, ja, weil sie vielleicht auch mal zu viel von sich gibt, zu wenig an, also annehmen, ja, aber ne, sie kümmert sich einfach, sie hat anderen Fokus, ja, und die hat alles im Fokus. Hat alles im Fokus. Wer, das Weibliche, aber auch das Männliche, die Münzen, ja, die Erdenergie. Sehr schön, darauf müssen wir achten, Ast der Luft, Ast der Schwerter, dass dies ausgeglichen werden muss. Das, was wir vorhin gesehen haben, da war Königin der Münzen, Ast der Schwerter und der Herrscher. Die Botschaft war, nicht nur dem männlichen Anteil steht die Münze zu, auch dir als Königin der Münzen. Okay? Du musst nicht immer in die männliche Energie sein, um den Zugang zu der Münzwelt zu erhalten. Oh, aua. Oh, okay. Oh, ich habe so Gänsehaut gerade. Das, was wir ausgeschlossen haben in uns, eben diesen weiblichen Anteil der Selbstständigen, hat zu sehr großen Verletzungen auf deine Seele geführt. Und das nicht nur in diese Generation, sondern auch in allen früheren. Das sind die Ahnenthemen. Deswegen kannst du nicht ernten, weil das schon in deine DNA steckt, dass das dir nicht zusteht. Die Ernte steht jemand anderem zu. Frauen waren immer unterdrückt. Die hatten kein, wie lange haben wir denn Wahlmöglichkeit? Ich glaube, noch in den 70ern mussten die Frauen in Deutschland noch ihren Mann fragen, ob sie überhaupt arbeiten gehen durften. Die durften nichts verdienen, die durften nichts haben. Boah, das ist so heftig, diese Reading. Und jetzt hast du die Chance, genau das zu verändern. Das, was du bis dato überhaupt nicht, ich habe zweimal den Gehängten, ne?
Das, was du bis dato nicht sehen wolltest, nicht sehen konntest, weil dein Herz nicht offen war. Ja, bei zwei der Schwerter hast du eine Frau, die gekreuzte Hände vom Herz hat und sie hat, die Augen sind gebunden, die sieht es nicht und sie ist mit dem Rücken zu Wasser. Sie will das nicht fühlen. Sie will das nicht fühlen, weil das schmerzt. Ja, das schmerzt. Das, was wir vorhin gesehen und die Unterdrückung der Frau, ja? Bist du ein Mann, der hier gerade zuschaut? Denke daran, ich setze das voraus. Tut mir leid, wenn du damit jetzt nicht resonierst, aber ich setze es voraus. Wenn du es dir anschaust, bist du sehr stark in deiner weiblichen Energie. Okay? Das heißt nicht, dass sich Männer in männliche Energie oder Frauen in männliche Energie das nicht anschauen dürfen, können, werden aber Ausnahmen, die einfach die Regel bestätigt. Wenn du ein Mann bist und das gerade schaust, dann bist du ein Mann in einer weiblichen Energie. Du weißt nicht, wer du früher warst, wie häufig du schon gelebt hast und wie häufig du eine Frau warst. Du trägst das trotzdem in deiner DNA, okay? Also Themen, die wir uns jetzt sehr lange nicht anschauen wollten, jetzt möglicherweise mit dem Lockdown in einem Moment, wo wir nicht mehr weiterkommen, werden Themen hochkommen, die zu einer Erleuchtung führen werden, in einem vorübergehenden Stillstand. Und es ist wichtig, dass wir in der Zeit zu uns selbst wiederfinden, ja? Wir haben das Thema immer weggesteckt, das Thema mit der Weiblichkeit nach außen zu treten, geschäftlich, weil niemand, weder deine Generation, also das, was wir jetzt hier in unserem Leben erlebt haben, weder die Generation deiner Oma, noch deine Mutter, noch du, damit wirklich gute Erfahrungen gemacht hast, ja? Du kennst die Welt, die Geschäftswelt als rein männlich, das ist ein Kampf, dass du musst kämpfen um dein Dasein, um deine Positionierung, um dein Marketing, um die Kunden, und wenn du dich darum nicht kümmerst, dann verlierst du alles und und. Das ist so alles andere, das ist das Ego, das ist das reine Ego. Und jetzt wird es aber klar, dass das auf Dauer zu nichts führt und dass dich das vor allem nicht weiterbringt. Der König der Kelche ist das, was wir haben wollen. Hole diesen Schatz wieder raus, damit sich das Ego ein Stück weit zurückziehen kann, damit du ernten kannst. Heftig, heftig, heftig. Ich habe Dauergänsehaut. Das ist wirklich sehr mächtiges, sehr mächtige Botschaft. Okay, jetzt wollen wir uns fünf Karten anschauen, das Finanzthema beleuchten werden für die kommende Woche. So geil, so geil, wirklich wunderbar. Also bis dato hast du halt nicht viel ernten können, weil eben das ist das, was wir halt entdecken werden, dass wir ein fast schon kann man sagen, Armutsgelübde aus den Vorgenerationen, aus den Ahnenlinien mitgebracht haben, die sich jetzt transformieren möchte und ausheilen möchten, damit du, und das ist genau das, oh Gott, damit du männlich wie weiblich in deine finanzielle Beständigkeit reinkommst. So wirst du zu einem Unternehmer des Jahres. Okay? Hochgefeierten.
Unternehmer des Jahres. Nachdem du alles, was du hier hattest, innerhalb auch dessen, was in der Ahnenlinie geschah, ausheilen kannst. Ich muss auch keine Erklärungskarten nehmen. Das ist fast schon so. Bin total gerührt von dieser Legung, wie tiefgehend sie ist, wie stark sie ist, wie viel Informationen wir hier bekommen haben, wie viele Einsichten wir hier bekommen haben. Total geflasht. Okay. So, dann holen wir uns nochmal eine Engelskarte. Eine Engelskarte bitte für diese Woche. Innerhalb von den kommenden, in den kommenden paar Monaten wirst du vergeben können. Ja, wirst du vergeben können. Das ist ein Prozess, der dauert, klar. Erstmal sich das klar zu machen, das zu fühlen und dann in Vergebung zu gehen. Das ist ein wichtiger Prozess, den dürfen wir natürlich nicht aus den Augen verlieren. Ja? Eine Wut, das habe ich denn letztens gehört, habe ich das auch schon, glaube ich, in einem Reading gesagt. Bei Grey's Anatomy, glaube ich, war der Text. Wenn du jemanden hassen tust, dann ist das so, als ob du selber Gift trinken würdest und würdest du hoffen, dass jemand anderes daran stirbt. Wir vergiften uns damit selber und deswegen ist es unglaublich wichtig, aus dem tiefsten Herzen zu vergeben. Okay, jetzt möchte ich gerne wissen, wann ungefähr innerhalb der Woche diese erste Luft, die Erkenntnis dafür aufkommt und wir unser Schicksal verändern können. Freitag, vollende etwas, lass einfach los, inklusive Vergebung, ja? Freitag, ich weiß zwar nicht, ob das eine 6 ergibt, das habe ich jetzt gerade keine Lust auszurechnen, aber halten wir uns diese Woche Freitag, wird etwas aufkommen, was uns in unserer Entwicklung als Frau, als weiblicher Anteil innerhalb der Selbstständigen einen Meilenschritt voranbringt, wenn wir diese Energien für uns walten lassen, Erkenntnisse erkennen, ausheilen die Ahnenlinien, die uns sehr daran unterstützen, wenn sie auch befreit werden möchten. Sie möchten mit diesem Karma nicht nochmal runterkommen. Ja? Das ist unsere Aufgabe, mit der wir auch unsere eigenen Ahnenlinien heilen dürfen. Also das ist nicht nur für dich, sondern das ist auch für alle, die schon verstorben sind. Ja? Bin geflasht. Ich hoffe, es hat euch auch geflasht. Genau. Ich freue mich auf die Woche. Ich freue mich sehr auf die Woche. Also ich meine, mir sind die Sachen schon bewusst, aber das so hier in dem Kartenblatt zu sehen, ist natürlich mega special. Und da muss ich dazu sagen, also für alle, die es noch nicht wissen, ich mache nicht nur das, ich habe auch noch eine Fußballschule. Extrem männliches Terrain, in dem ich mir extrem schwierig tue. Weil ich mit dem Ego hier nicht zurechtkomme. Ja, das ist mir ein totaler Dorn im Auge. Und ich weiß, also die Botschaft habe ich schon ein paar Mal bekommen, dass die Fußballschule eben weiblich sein muss. Ich muss sie weiblich aufstellen. Die ist vom Grundprinzip, also von der Theorie, die wir vermitteln, schon extrem weiblich. Ja, also da ist viel Montessori-Pädagogik drin und, ja, will ich jetzt hier nicht zu tief reingehen, egal. Nichtsdestotrotz, alle unten handeln männlich und mir fällt es schwer, dieses Thema weiblich zu besetzen. Und ich erhoffe mir extrem viel von dieser Woche, dass hier eine Erleuchtung kommt, wo ich das Thema besser positionieren kann. Falls ihr da auch Ideen habt, könnt ihr mir gerne natürlich eine E-Mail schreiben an kleopatraorakel@gmail.com. Oder falls ihr euch auch selber engagieren möchtet, könnt ihr mich gerne jederzeit hier kontaktieren. Ich freue mich immer. Ihr habt schon einmal einen Aufruf gemacht. Das hat echt tolle Menschen hier gebracht. Aber nochmal zurück. Genau solche, das ist wirklich, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, sich vorzustellen, was hier gemeint ist, ja?
extrem männliches Thema. Wenn du zum Beispiel IT-Projektmanagement machst, ja, das ist auch recht männliches Thema, ja. Da habe ich auch eine Kollegin, mit der ich immer häufig darüber diskutiere, ja. Sie meint immer, ich muss aber männlich wirken, weil ich nur mit Männern da draußen zu tun habe. Musst du? Weiß ich nicht, ob du es musst, ja. Das ist deine, natürlich deine Entscheidung. Aber ja, einfach mal hinterfragen, ja. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt immer Kleider tragen musst und rote Stiefel. Darum geht es nicht, ja. Sondern von deinen Gedankengängen sich weiblich zu positionieren, ja. Wir müssen gar nichts, aber es wäre schön, wenn wir die Vorteile des weiblichen Denkens und des Aufbaus eines Geschäfts als Vorteil im Außen, also wenn wir das so weit bringen, dass es als Vorteil angesehen wird und nicht als Hinderungsgrund, okay? So, meine Lieben, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Ich freue mich, dass ihr dabei war. War eine geile Legung und ich freue mich natürlich auch schon auf die Liebesorakel. Ich glaube, die werden auch gewaltig sein, weil wenn hier schon solche Energien liegen, dann, Halleluja. Okay, tschüssi.